Begriffserklärung. Reps in Reserve oder RIR helfen dir dabei zu quantifizieren, wie nah du am Muskelversagen trainierst. Genauer gesagt, für die Wiederholung, die du am Ende eines Satzes noch im Tank hast oder bis zum Muskelversagen noch ausführen könntest. Beispiel: Du absolvierst einen Satz Kniebeugen und kurz bevor du die Stange absetzen willst, kommt jemand und bietet dir für jede weitere Wiederholung 1 Million Euro an. Wenn du jetzt alles gibst und noch 2 Wiederholungen schaffst, bedeutet das, dass der Punkt, bevor das Geld im Spiel war, eine RIR 2 war. Aber warum solltest du deine Intensität überhaupt tracken? Im Wesentlichen geht es darum, dass du nicht zu hart und auch nicht zu lasch trainierst. Beides führt zu suboptimalen Gains. Wenn du aber mit der richtigen Intensität trainierst, erzielst du optimale Fortschritte und baust mehr Muskeln auf. Der Hauptnutzen der RIR ist es folglich, dir beim Management deiner Regeneration und Ermüdung zu helfen. Du hast dadurch das gleiche Muskelaufbaupotenzial bei weniger Belastung auf das zentrale Nervensystem. Und für mehr solcher Tipps folge uns.